Matti, sieh mich an. Was siehst du? Ich möchte sagen, einen Klogen, stinkbesoffen. Ha, da sieht man, wie das Aussehen täuschen kann. Ich bin ganz anders, Matti. Ich bin ein kranker Mann. Ich habe Anfälle. Ich habe immer gleich gewusst, wenn von meinem Vater die Rede war. Er ist hier nicht auf Putzila. Ich werde wach und bin plötzlich Sternhagel nüchtern. Vielleicht haben Sie mich noch nie richtig angesehen. Herr Puntila, Sie sind Ihrer nicht mehr. Ruhig! Bekommen Sie diese Anfälle von Nüchternheit regelmäßig? Regelmäßig. Mein Vater überlässt mir es ja ganz. Aber es kommt noch böser, indem ich während dieser Anfälle von totaler, sinnloser Nüchternheit... Drum hat er mir gesagt, ich könnte sogar Sie heiraten. Einfach zum Tier herabsinke. Das ist unnötig, Sie müssen nur den Dreck abputzen. Was ich in diesem Zustand tue, Bruder... Ach, ich finde das eher angenehm reich sein. Das kann man mir überhaupt nicht anrechnen. Mich lässt du in Ruhe, Puntila! Ich frage mich, ob du mir verzeihen wirst, wenn ich mich zurückziehe. Ich bin dann direkt zurechnungsfähig. Weißt du, was das bedeutet? Ich muss zu dir aufschauen, wie zu einem höheren Wesen. Ein zurechnungsfähiger Mensch ist ein Mensch, dem man einfach alles zutrauen kann. Er ist dann zum Beispiel nicht mehr imstande, das Wohl seines Kindes im Auge zu behalten. Er ist bereit, über seine eigene Leiche zu gehen.